von Briefing. Zur Lage im Stadtbereich Tia Lieng ist im Nordosten. Ja. Der Hochburg des Vietcong soll ein feindlicher Schützenpanzer entlang der Hauptstraße patrouillieren. Aufgrund vorhandener Luftabwehr und Zivilbevölkerung im Einsatzgebiet ist ein Luftschlag leider nicht möglich. Und unser Auftrag ist, dass wir den Schützenpanzer aufklären und zerstören. Zu rechnen ist mit Vietcong-Einheiten, überwiegend bewaffnet mit russischen Präzisions- und Einzel- und Schnellfeuergewehren sowie schultergeschützten Panzer- und Luftabwehrraketen. Vereinzelt finden sich auch Kriegswaffen westlicher Produktion in den gegnerischen Beständen. Also, wer was anderes hört aus einer AK, ist es nicht unbedingt einer von uns. Das heißt, halte die Augen offen. Fragen? Kreativ. Dann ab ans Arsenal, ausrüsten. Sollen wir uns auf den einen Schuss vom AT-Schützen verlassen oder sollen wir noch Panzerabwehrminen mitnehmen? Panzerabwehrminen können wir durchaus mitnehmen, dadurch, dass der patrouilliert. Wird dort mit Sicherheit irgendwo vielleicht einen Hinterhalt legen. Ja, ich würde eine mitnehmen schon mal. Ich weiß nicht. Der, wer gleich nicht so stark beladen ist, könnte ja die zweite dann nehmen. Oder wir nehmen nur eine, mehr Latte. Zu entscheiden. Hey, wir können schon ruhig mehr als eine mitnehmen. Vielleicht der AT und der NG-Schütze nicht unbedingt. Der Sani auch nicht. Also nehme ich eine, Seko sagt, der nimmt eine. Ich glaube, irgendeiner ist schon los. Also. Ja, wer wohl? Ja, der Sani ist schon weg. So. Ja. Vielleicht erkennt er dir, wenn er noch Platz hat, auch noch eine. Ich schaue, dass ich auch eine mit unterbringe. Nach dem Ausrüsten treffen wir uns dann, ja, oder bleiben wir am Arsenal, dann gehen wir runter zum Boot. Das soll ich Unterlaufrauch auch mitnehmen? Ja, von Vorteil, ja. Okay. Ansonsten HE. Wie ist das mit Signalfarben von Rauch? Ja, wollte ich gerade ansprechen. Eigene Einheiten grün, feindliche Einheiten rot. Dann geht nach rot und grün. Okay. Ab ans Arsenal. Komm klar. Brauchst du das hier rein? Ey, geh bestimmt nicht vor als Sunny. Wow. Was ist los? Ja, übersteuerte Pistolos. So, ja, mal zusammen hier. Marschreihenfolge. Hero geht vor. Der hat die fetteste Wumme. Nee, der geht ihm nicht vor. Es geht vor der Siko. Vorne weg. Komm ich. Dann kommt der Lyrok. Der Doc. Der Marku. Der Alci. Und ganz hinten der Azrael. Azrael ist heute wobei, der letzte. Wobei, Entschuldigung, Korrektur. Siko läuft ganz hinten, Azrael da vorne. Das bleibt so. Siko, das letzte, ohne schlimm. Passiert euch das? Bestimmt mit deiner Hautfarbe zusammen. Dann müsst ihr vorne laufen, um die Minen zu kriegen. Ach, stimmt. Oh, ja, dann. Auf. Ich kann auch viel Lofe entspannt hier. Also. Hallo Marco, ich bin vor dir. Ey, du bist hinter mir. Nein, ich bin nicht der. Doch. Ey, ich bin hinter Doc. Alles klar, okay, ich hab die letzten gesehen. Fängt schon gut an, ey. So, wer hat wem jetzt nochmal das Schiffchen geklaut? Hä? Ja, wir gehen zum Boot, oder? Ja, ja. Jetzt bejagt, ja.
Auf jetzt. Fahren. Ich. Ja, der am lautsten hier geschrien hat. Viel Spaß. Der Dick. Der war hier. Ja, danke. Oh, alle Mann, rein da. Los, komm auf mein Kuder rauf hier. Halt ohne euch weh zu tun. Wow. Hä? Hab hier was zum Anschauen und ihr? Deswegen willst du unbedingt fahren, okay. Ja. Also wenn ich hier baller, bitte nicht den Kopf bewegen, Alchi. Wow! Bisschen knapp. Ja, hinten haben wir noch ein Geschütz. Auf die Seite. Wir folgen dem Fluss nach Norden. Also immer umdrehen, wa? Ja. Da leckt ihn der Kutter. Wie ist denn der Feuerstatus? Feuerstatus ist gelb. Jo. Weiß ich nicht. Hä? Ich hab bloß eine Gabelung gemacht, waren wir rechts dran. Jawohl. Und der wird dann vorher ein bisschen breiter und er kommt rechts an der Seite so ein Eck. Voran.
Meinst du hier? Ich nicht. Ja. Hör aus. Ist hier gleich rechts an die Steine oder weiter links vor? Kommen wir noch ein Stück vor. Halt ans rechte Ufer ran. Willst du noch hin? Hä? Was ist das? Weiter vor. Wirkst du den Motor immer ab, oder? Ja. Kupplung ist kaputt. Aber auch. Wir sind da. Halt mal aus, damit ich ihn mehr sehe. Bis September 1988, nee, 68. Bis September auf jeden Fall. Mhm. Die alte hier, die hier in dem Kalender. Naja, bis super. September. Warum sitzt eigentlich der ohne Helm ganz vorne? Weil er die fetteste Knarre trägt und keiner dem sagen will, dass er sich da nicht hinsetzen soll. Hat sich keiner. Oh ja, dann mal alle absitzen. An. Eins nach ein anderes. Ja. Ah, wie erfrischend. Alle runtergekommen, keiner auf den Segel getreten oder so. Ich komme. Ach, ist das Duschen finde ich heute auch erledigt, ja. Wird, wow. Wird auch mal wieder Zeit, Alti. Wow! Was ist, was ich nicht hatte, war natürlich denkbar beschissen. Da muss wohl der Alti mit uns hier hingefahren, ist jetzt. Ah. Ich weiß wo. Ist markieren? Was soll ich mir sagen? Ja, genau nördlich von dem Pfeil. Gut, wunderbar. In der Kurve da. Oh, mit dem Knick schon. Ja. Ey, wir müssen jetzt doch auf die andere Seite der. Oder nicht? Des Ufers. Naja, doch. Auf. Das ist ja auf der anderen Seite noch eine Brücke, also. Hier drin ist eine Brücke. Ja, dann gehen wir jetzt hier in den Osten. Oh, die Richtung da. Sehen wir hier wieder? Auch. Ja, ja. Schauen wir mal, dass wir da rüberkommen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir den Panzer gleich zu fassen. Ja, denn nicht lang schnacken, Kopf im Nacken, wa? Aufstellung und ab. Ich hab hier was Braunes am Arsch. Merkt ja, auf keinen Beifall. Der war witzig. Ich mir die ganze Bootfahrt überlegt. Ich wollte gerade sagen, dass die ganze Zeit schon überlegt, wie er drauf ist. Ich immer schön ein bisschen am Fluss lang aus der. Bitte? Da ruhe ich immer ein bisschen schön in dem Fluss lang. Hallo?
Hallo? Hallo? Ja. Und jemand rennt mir die ganze Zeit vor die Flinte, ja. Ich glaube, ich habe da eine Hütte gesehen. Hier ist eine Hütte. Ja, hier links ist eine Hütte. Durch. Lass mal eine Hütten-Gaudi machen. Weiter vorne ist ein größeres Dorf. Eine Person habe ich laufen sehen, aber kann nicht sagen, ob Zivilist oder... Ja, dann langsam weiter. Ob du hier in die Hütte rein kannst, irgendwo? Ja, könnte ich. Machst du auf? Dann, warte. Doc? Ja. Mal nach vorne. Jo, bin da. Und hier mit an die Tür ran. Hier rechts, ja. Ja. Okay, ich geh rein. Safe. 320 Grad ist unter eine Hütte. Circa 50 jo. Bis 100 Meter. Okay. Wir kommen wieder raus. Jo. Jetzt die nächste hier. Ja, wir machen gleich die nächste. Asael? Ja? Der Doktor geht zuerst rein. Alles klar. Der Schrotflinte. Ach, der Herr Preacher. Ja, ja, genau der. Machst du auf? Oder was? Such gerade nur in Position, warte, ich gehe auf die andere Seite. Okay, kann ich? Jo. Ach, gut. Geh weiter. Ich geh rein. Geh sauber. Komm raus. Ich glaube, ich sehe einen Kontakt. Oh. Kurz einen Moment. Definitiver Kontakt auf 32 Grad. Weit weg, etwa? Nahbereich, Fernbereich? Ich würde sagen 200. Ich sehe auf der rechts noch was laufen, kann ich nicht identifizieren, ob das bewaffnet ist. Ich würde sagen, Siko, guck mal Richtung Südwest. Hey. Nicht so ganz meine Entfernung. Auf dem Westbereich. Ne, du kannst wieder in die Wand mit dran rücken. Hast du genau die Richtung, in die ich gucke? Ja, da hinten, der. Ja, ich sehe ihn. Und rechts von diesem rechten Busch ist rechts noch einer nach rechts weggelaufen. Okay, aber den sehen wir jetzt gerade nicht mehr, ne? Nein. Ich sehe ihn laufen. Ah doch, ich sehe ihn rechts laufen. Könnte vermutlich Zivilist sein. Meinst du kriegst den da vorne? Wollen wir noch ein Stück ran? Ich könnte ihn schon kriegen, ein, zwei Schuss. Oh, Mücke verschluckt. Ja, das klingt aber nicht gut. Hast du Flieger verschluckt oder was? Vorschlag, nimm doch einen Garantschützen. Ja, ja, oder so. Dann den Siko einmal nach vorne bitte. Ja, geh gerade auf meine Position, da siehst du super am Haus vorbeigucken. Mhm. Die Richtung. Siehst du? Ja. Raffik? Ja. Ja, oh, bekämpft. Sehr schön. Der ist, glaube ich, ein Zivilist, auf den du jetzt gerade guckst. Weiß, ne? Also weiße Hemd oder so. Ja. Ich mich aber nicht blind drauf verlassen. Gut, dann guck du mal wieder nach hinten. Hm? Dann gehen wir weiter. Achtung, kreuzig. Gehen wir weiter. Okay, weiter. Ja. Hab dich fast nicht gesehen, Siko. Dunkel hier oder wie? Ja. Okay, ich geh. Jo, auf. Ja. Hier rechts ist auch ein Zivilist in dunkler Kleidung. Steht ein Zivilist noch.
ein bisschen Teufel. So für wilde Zeichen hier hinter mir. Rücken halt. Wahrscheinlich die Fliegen für mich, damit ich die nicht wieder verschluck. Ja, ich glaube auch. Nimm da lieber die Hand, weil mein Schwanz weht und kommt nicht so gut. Oh, schlecht, ey. Was hat er gesagt? Irgendwas Niveauloses wieder. Ich bin da. Oh. Sichert immer hier das die Hütte. Das hier ist safe, da ist keiner drin. Außer er stünde jetzt direkt links an der Kante. Ja, ich guck. Ich bolze. Keiner drin. Wir ist gerne da hin und zünden die Hütte an. Nächste Hütte? Ja, nächste Hütte. Zeuge mit. Leer. Ja, sehr schön. Kannst ja wirklich anzünden, ey. Hä? Kannst ja wirklich anzünden. Tatsächlich? Nein, es werden keine Hütten angezündet. Nee, ich mach ja, was kann. Nein. Aber mir ist so kalt. Nein, ja, dir ist kalt, ja, das glaube ich. Ist jetzt ein bisschen warm unterm Helm. Oh. Zudem verdächtige ich die Einwohner des Dorfes, den Vietcong zu unterstützen. Ohne jegliche Beweise. Ob die müssen ihren Reis abgeben, ob sie wollen oder nicht. Oh. Schauen wir mal, wir sind jetzt hier bei den Hütten. Boah, wie easy. Ach, okay, ich guck mal vorsichtig hier noch um die Ecke. Ja, das ist wahrscheinlich leer. Ich hab ein Team aus dem Norden auf und zu. Ne, das war ich jetzt nicht. War das der gerade eben, den du meintest, oder noch einer? Ja, der ist gerade an uns vorbei marschiert, ist ja. Gut, dann schauen wir mal, dass wir hier über diesen Hilfssteg gehen können. Okay. Ja, über dieses Baumstammkonstrukt, was auch immer die hier zusammengezaubert haben. Also mir wäre wohler durchs Wasser zu gehen. Ich finde, du wüsstest, was da drin lebt. Ja. Sagen. Okay, soll ich? Ja. Immer dein Glück. Man wird auch kaputt schießen, wenn er da drauf steht. Würde ich ziemlich witzig finden. Nicht mal kaputt schießen. Ey, das wäre unwitzig. Da. Ja. Ich krieg im Dschungel nur immer Paranoia, weißt du? Du hast immer Paranoia. Ja, da liegt das gar nicht am Dschungel. Lass mir raten, deine Trinkflasche, die du bei hast, ist rum drinne, dass du die überhaupt aushält. Wieso sagst du das so laut, wenn unser Chef hier steht? Mann. Da mal nicht wieder das Nahverfahren kriegen. Der ist dann nie besser. Willst du nur was wissen? Ich muss mal kurz an die Feldflasche, kurz einen Moment. Ich hab da so ein paar. Siehste? So ein paar Quellen. Ich hier im Dienst. Unglaublich. So, alles klar. Gut. Siko ist der Schlimmste, der hat 4 Feldflaschen bei. Operation. Ja, ist alles nur um Sucht zu ertragen, das ist schon klar hier. Wir gehen rechts an der Schilfkante lang. Alles klar. Ich vermute mal, der medizinische Alkohol bei Alchemy ist auch schon weg. Wahrscheinlich. Freut für mich selbst, danke. Na, ruhig schon auf der Seite, genau. Ja, ne, ich hab nur mal hier um die Ecke geguckt. Ja, das Wasser, da dürfte im Idealfall keiner sein. Doch, Fische. Kannst du nicht, dass sie schwimmen können? Ne? Kannst du nicht, dass sie schwimmen können? Weiß ich nicht. Können bestimmt. Das Wollen ist die andere Frage.
Die Reiskörbe, die sie so manchmal mit sich tragen, sehen verdächtig nach Bojen aus, also. Ich glaub, die planen was. So, warte mal hier, Astral. Sehr verdächtig ruhig hier, das Dorf. Beschrei es nicht. Jedes Mal das gleiche mit euch. Ab hier Feuerstatus grün. Oh, verstanden. Dafür, dass wir die Hütten anzünden. Nein, es werden keine Hütten angezündet. Wir sind ein Trupp von Feuerteufeln, habe ich den Eindruck. Oh, weiter. Geht weiter. Ist die Hütten nicht anzünden, aber mit Napalm rumschmeißen. Dann sind wir die Richtigen. Leer aus hier. Auch damit in Hütten. Bloß noch, dass die Hütten brennen. So, Bock. Damit hoch zum Asrael. Ja. Wenn wir die Hütten durch, zuerst die, wo er gerade bevorsteht. Okay, ich geh ran. Gleich Hütte da drüben. Ich bin nicht wohl hier mitten. Ich muss hier stehen. Ja, deswegen können wir jetzt gerade die Hütten. Ja, erste geklärt. Ich stehe auf deinem Rücken. Also. Und da die. In deinem Rücken, so. Ich stehe da. Erst die große, Doktor? Jo, kann man machen. Rechts ist die große Brücke, ne? Mhm. Rechts da drüben ist eine große Brücke. Jo, alles klar. Ich gehe hoch. Ja, folge dir. Kontakt? Wo? Oh. Kontakt in diese Richtung. Bei der nächsten großen Hütte ist nach rechts ins Schilf gelaufen. Ich gehe und melde. Ja, ich halte die Stellung. Also. Hört ihr mich da hinten? Ja, jetzt sind wir da. Wir haben Kontakt 0 Grad im Bereich der Hütte. Den haben wir auch gerade schon gesehen. Wir legen jetzt erstmal alle hier rein. Er ist hinter die Hütte gegangen. Ja. Asrael? Ja? Lass mal das MG da ans Fenster. Yep. Kommt zurück, kommt aus dem Haus, steht am Brunnen, geht auf uns zu. Doc, ich gehe praktisch auf deine Position, ne? An. Haben wir sonst noch was im Umfeld? Lang negativ. Ist erkennbar. Na dann, Lyrok, nimm den mal raus, wenn du kannst. Geht jetzt wieder hinter die kleine Hütte. Ja, noch sehe ich nicht mehr. Ja, kommt jetzt geht rechts wieder vorbei. Ist raus. Jo. Entweder sie überrennen uns jetzt oder aber alleine. Das ist nicht, was mir lieber wäre. Lyrok, ich hab praktisch deine linke Fensterseite, ne? Dass wir weiterkommen, oder? Hier aus und rum. Doc, Asrael? Jo, ja. Hier links, wenn man hier rausgeht, links ist noch eine kleine Hütte. Und die mal als nächstes. Alles klar.
ich muss wieder von der anderen Seite ran. Okay? Jo. Okay, ist sauber. Hinten kommt sauber. Noch eine weitere. Ja, dann reicht da auch die weiter. Jo. Da hinten sind auch noch welche. Ich sehe schon nach links. Links ist praktisch ein offener Eingang, gell? Hier auf der linken Seite. Echt? Okay. Hier rein. Ja, ist aber überschaubar, hier ist alles leer. Willst du die da hinten noch oder erst? Ich fuck halt mal. Jador? Jador? Jador, hört ihr uns? Ja, wir hören euch wieder. Wir haben im Westen haben wir auch noch eine Hütte, sollen wir da auch noch hin? Wie weit ist denn die weg? Weiß ich nicht, 20 Meter. 150. Okay. Das sind doch keine 100 Meter da. Doch. Ja, 20 jetzt auch nicht unbedingt, okay. Ich will da hin. Also hin? Ich hab noch keine Antwort. Ich warte. Der Jador kommt, glaube ich. Ich komme eben zu. Also es scheint hier noch dazu zu gehören, hier. Da hinten siehst du es. Ja, die können wir aber nicht absichern. Lass sie mal. Ja, diese Diensthütte da. Wir sind jetzt hier. Die vier. Den Schützenpanzer müsste man nur eigentlich hören, oder? Sollte mal hoffen, ne? Ja, beim Motorlaufen werden die nicht schießen, ja. Wow. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, dass sie das Ding schieben. Ja, das Problem ist halt, da hinten können wir euch nicht absichern. Und wenn wir versprechen, vorsichtig zu sein? Das ist schön und gut, aber wenn sie euch aus der Entfernung wegknipsen, dann könnt ihr vorsichtig sein, wie ihr wollt. Ja, trotzdem rum. Hey, macht mal erst die da. Mhm. Alles klar. Das MG hat die Hütte mit in Sicht, da können wir Deckung geben. Okay. Sehen wir, wenn euch was passiert. Alles klar, wir gehen ran. Alles klar. Rechts daneben ist noch so eine Mini-Hütte, ne? Ja, und weiter dahinter ist noch eine Strohhütte. Hier links ist... Oh, Kontakt! Keine Sicht. Doch, jetzt. Ich denke, ich habe grün, ne? Ja. Ausgeschaltet. Erledigt. Boah, der hat schon angelegt auf uns, ne? Ja, der hat sogar geschossen. Bin getroffen. Komm okay, zurück, Azrael. Eieieiei. Hey, Azrael, du bist da. Sehr gut. Ah, ja, der ist hier. Wow, ich bin getroffen. Dann euch. Das linke Bein, alles gut. Also wir hatten links einen Kontakt, den habe ich erwischt. Und dann der, auf den Lyrok geschossen hat, der müsste auch erledigt sein. Hast du noch Morphin? Brauche ich ja. Das läuft durch gerade. Jo, danke. Sollte besser sein. Also links hin habt ihr gekämpft, oder wie? Der links, der als erstes auf uns geschossen hat, den habe ich dann mit dem Headshot weggekriegt. Voilà. Also mich hat irgendwie die
der Dschungel erschossen, ey, gerade. Ich hab keine Ahnung, wo es herkam. Ich vermute, ja, links aus der weichen Deckung. Haus. Okay. Das war unter dem großen Haus, ja, da einer, da hat er weggeboostet. Ich hab Herzklopfen. Toll. Ich hab gedacht, dass ich da... Er ist jetzt weg, ist jetzt weg. Ja. Hast du mir was gegeben, oder was? Ah ja, Epi. Mhm. Okay. Okay, ich wäre bereit für den nächsten Vormarsch. Ich schalte jetzt mal auf Napalm-Granaten. Ja, mach das. Ich meine, Asrael, tu dir keinen Zwang an, wenn du siehst, dass da keine Zivilisten rundherum sind, dann auch Granaten mit einzusetzen. Alles klar. MG, muss mal kurz nachladen. Ja, okay, ich kann warten. Ja, dann warten wir noch, bevor wir wieder vorgehen. Ja. Da sonst noch was sehen können, wie es da, ob es da weitergeht irgendwo? Ja, da sind noch zwei weitere kleinere Hütten, glaube ich, ne, in dem Bereich. Ja, und ein Stückchen weiter hinten ist noch eine Strohhütte. Und wenn du praktisch gerade aus der Tür guckst, hinter dem ganzen Schilf, da ist dann auch noch ein kleiner Unterstand oder eine Hütte oder so, wo der eine Typ war. Oh, aber Straße? Habt ihr da jetzt schon was gesehen? Nee, aber die muss hier auf... Ja, 20 Grad ungefähr lang laufen. Da ist auch die Brücke. Die Brücke habe ich gesehen. Die siehst du durch das Fenster hier hinter uns. Da läuft die Straße lang. Ah, hier ist sie. Das ist, wenn du hier aus dem Fenster guckst, da die nächste Baumreihe. Das scheint die Straße zu sein. Das ist wie so eine Allee dann offensichtlich. Ja, hier oben ist auch schon die Route. Das heißt, wir müssen auch schon tierisch auf den SPZ da aufpassen. Ja, eben. Müssen wir schon wahnsinnig aufpassen. MG wieder bereit. Ja, dann schaut mal, dass ihr da die Hütte nehmen könnt. Da reingehen können. Bereit, Doktor. Sekunde, jo. Bei mir ist. Warte mal. Mein linkes Bein ist verletzt. Oh, Schuss. Recht. Ah. Woher kam der? Habt ihr das gesehen? Negativ. Okay, negativ. Gehen die Wunde wieder auf. Also, ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, das Erweiterte ist aktiv, ne? Das macht die Mission nur noch spannender, würde ich sagen. Ja. Scheiße. Ja, das Geile ist, dabei halt mir nicht ausgerüstet. Ja. Okay, scheiße. Ich hab mir nämlich schon gerade gewundert, warum das Herzklopfen kommt. Ja. Oha, Dampf auf vorne. Der Schuss kommt von... Also von euch ungefähr mit G aus. Seite. Ich hätte jetzt eher gesagt, so 40 Grad von der Seite her. Ja. Du musst hier durch die Tür durchgeflogen sein, das nehmen wir eigentlich sagen. Kommt von 40 Grad circa. Aber ich dieser Tracer. Ja, schon leider ein Toter. Also die kleine Überraschung habt ihr alle mit, ne? Ja. Ja, okay. Du meinst, falls uns kalt ist? Hä? Nee, die andere. Nein, die Hütte wird nicht angezündet, verdammt Asrael. Ja. Guten Tag, direkt voraus. Naja, weiter müssen wir auf jeden Fall. Die Frage ist, ob der Medic nochmal eben Zeug holt, ne? Der hat sich jetzt natürlich nur eingeschränkt ausgerüstet. Ja, das wäre natürlich eine Maßnahme. Alles gut, da kriegen wir schon hin. Ich hab genug Bandagen dabei. Also ich hätte Bandagen elastisch 5 und Verpack Quicklot 10 mitgenommen. Also ja, das kann ich dir die geben. Naja, nee, alles gut.
Wenn wir uns jetzt nicht so lange Zeit lassen, dann schaffen wir es. Ja, dann schauen wir mal, dass wir geschlossen zu der Hütte kommen. Welcher jetzt? Zu der da vorne? Ja, zu der. Mhm. Hat klar, verstanden. Wollen. Dann haben wir mehr Feuerkraft. Bist du bereit? Bereit. Bereit. Dann auf den Denkmann, pass auf, von rechts kam Beschuss. Wo ist Marco? Wo ist Marco? Ich hab dein Ding noch in den Rucksack getan. Mal die andere Seite. Hier liegt Breacher-Blut. Da hinten ist noch eine kleine Hütte. Ja, erstmal ignorieren. Priorität hat hier die große. Oh, Doc wieder mit vor. Ich geh ran. Okay, ich geh rein. Ja, Folge. Ah, das ist eine Scheiße, ey. Jo, leer, Hütte ist leer. Okay. Weitere Hütten in Richtung Süd, ne? Ja, hier sind auch einige Hütten. Ein kleines Dörfchen hier. Ja, da hinten. So, ja. Im Norden, ja, jenseits der Straße, ist noch ein weiteres Dorf. Ja, lass mal alle hier oben mit rein. Kontakt im Norden, mittlere Entfernung, patrouilliert, hat uns noch nicht gesehen, ist jetzt hinterm Gras. Bloß nicht weiter nach rechts, Israel. Ja, Feuer frei. Ja, sauber. Ernsthaft mit der Schrotze da drauf geballert? Klar. Warum? Warum nicht? Nicht so. Ist das nie ein bisschen weit? Nö. Das noch nicht. Kannst du die Reichweite von der Schrotflinte zu unterschätzen? Tschüss. Hat er gemerkt, wo es herkam? Negativ. Oh, das ist das Größere. Ich glaube, unser Kumpel kommt. Hört sich nach 40 Grad ungefähr an. Cool. Hört sich so an, ja. Hm. Zwischen 20 und 40 Grad. Schießt du hin, Asael? Und den Hügel da wegmachen. Von der Straße schießen. Das soll die kommen. Sehr cool. Ah, da drüben siehst du den Lurok? Okay. Andere Straßenseite, genau 40. Ja, auf 0 Grad war einer, den hab ich rausgenommen. Hinter mir weg! Was macht denn der Rest von euch da gerade? Oh Mann, bin wieder da. Oh, bleib liegen. Hey, ich bin es. Ich bin mal wieder nach hinten raus. Hallo. Sorry, ich wollte hier irgendwo, dass ich nicht im Weg bin. Oh Mann, ey. Hast du Morphin? Nee, oder? Nee. Alles klar. Hat er mich jetzt durch die Blechhütte hier erwischt, oder was war das, ey? Ja, nee, der kommt von der Seite, da warst du nicht. Okay. Gut, bist wieder dicht erstmal. Jo, danke. Da stand der gleich vorne, wird hier. Da ist gleich einer auf knapp 80 drauf.
Okay. Mach mal hinter dieses Fenster. Mach mal das hier. Wo ich kenne. Akku mal auf die Seite. Akku jetzt an die Seite hier. Ja, ein Bilder. Wird dann die Rand. Also auf jeden Fall da vorne irgendwie ein MG oder irgendwas. Sehr, sehr, sehr wild und sehr blind. Liegt in einer? Ja, tief. Nee, das ist immer. Das ist nicht einfach nur ein MG-Schütze. Ich weiß nicht, ob das unser Kumpel ist. Der Schützenpanzer. Ja, guck mal, auf 35, 40 Grad. Am Haus war gerade einer. Weiter, Astra, hier weiter, viel weiter. Der erste Z kommt. Oh, fuck! Der steht genau auf der Straße. Ja, AT-Schütze, mach dich fertig! AT-Schütze kommt. Ist ihn? Seh ihn. Denk an die Rückstrahlzone, ne? Warte. Rückstrahlzone frei. Negativ. Raus hier, ey! Geht aus der Hütte, ey! Alle raus. Das wird sonst nichts. Scheiße! Zwei Mann da. Runter. AT-Schütze, schieß! Los, schieß einfach. Treffer. Ja, Treffer. Fahrzeug qualmt. Weiterer Beschuss, weiter. Der Panzer schießt, glaube ich, noch. Ah, ne, ist die Besatzung. Puh. Easy, Junge. ich hab die nicht selber. Ist noch irgendjemand bewusstlos hier? Ey, keiner. Keiner mehr bewusstlos. Ich will auch noch was dabei tragen. Lässt nachfallen, ihr Schweine. Ist zu weit im Verletzten. Wir sind immer noch unter Beschuss, Leute, passt auf, ey. Ja, ich kann mich kaum noch bewegen oder so. Oh, was war das denn? Down. Ja, der Medic ist down. Also, der Hunter ist auch da. Ich bin wieder da. War das jetzt die Granate vom Alti? Kaputt hier. Ich helf mit, ich mach den rechten Arm. Ich mach jetzt noch zum letzten Mal deinen Arm. So, linker Arm ist noch. Rein. Alles klar. Wenn also so dick mach. Ne, jetzt hoffe ich das letzte Mal, weil ich mach elf. So. That's where I jetzt. Kontakt. Okay, muss noch einmal links rein. Muss nachladen. 20 Grad. Dr. Grün. Weil wir kriegen noch Beschuss. Mein Kopf. Getroffen gewesen. Warte nach. Super down, warte nach. Ein Schütze bekämpft. Sind wieder da, Leute, wir müssen irgendwie alle wieder in die Hütte, ey. Ich schnapp mir den Alti. So. Wenn wir hier liegen bleiben, sind wir am Arsch, ey. Oder willst du woanders hin, Jador?
vielleicht die Hütte, wo wir vorhin waren, wenn wir es bis. Okay, dann schnell, geht vor, ich hab den gleich drauf. Alles lustig. Wir gehen alle zusammen. Hier, Azrael und Co. Komm, Azrael. Ja, komm. Ich hab auch wieder Schmerzen, muss schnell gehen. Ja, ja, komm, auf. Zu, Azrael vorne weg. Bin da. Lässt sich halt nach hinten, nicht die Leute angucken, sondern sichern in die andere Richtung. Ja, den Alchi müssen wir da rein verlegen. Danke. Was tun jetzt wieder zurückgekommen? Bleib mal. Mach schon. Ja, ich war auch dran. Alles gut, und das war nicht meine Granate übrigens. Ja, bei mir war es eine Granate, du hast Granaten geworfen. Ich hab aber die Napalm geschmissen und die ist schon lange explodiert. Ich hab keine Granate weiterhin geschmissen. Ich kann irgendeinen anderen gewesen sein, KI oder irgendwas. Wer braucht? Los, rein da jetzt. Jo, brauchst du irgendwas? Leg dich mal hin. Alter. Wird mir irgendwem eher jemand kurz helfen? Ich hab kein Medic-Check mehr. Also, da haben wir uns gerade ein bisschen lange gefreut, ne, an der Stelle, dass wir die Pizza zerstört haben. Ja. Ganz leicht die Deckung vernachlässigt. Ja, aber nochmal, ich hab keine Granate geworfen. Ja. War so, dass du eine Runde bist. Ich hab keine Ahnung, was da eingeschlagen ist. Es kann auch ein Tracer oder irgendwas gewesen sein für den Panzer, der rübergeflogen gekommen ist. Doch, brauchst du Schmerzmittel? Ja, ich kann es mir selber geben. Okay. Naja, aber im Prinzip sind wir durch, oder? Ja, jetzt müssen wir zurück, ne? Ja. Naja, ich mach das Move vorbei. Okay, der Rauch, der lichtet sich jetzt, also kann wieder losgehen gleich. Lass uns schnell nach hinten abziehen, oder nicht? Ich brauch dich noch. Ja. Moment. Im Zweifel einer den Lyrok tragen. Ich kann den tragen. Besser? Wo sind der? Ach da. Dankeschön. Nicht der Doktor, der beschwert sich nachher nur wieder. Hm. Ja, das ist ja mal so. Wie beim letzten Mal, wo er dich gar nicht tragen musste. Ja, genau. Wird's Zeit. Dass wir das mal klarstellen können. Ja, los, auf. Ich hab nochmal Rauch, ja. Ich weiß nicht, wie es bei Marco aussieht, der hat auch gerade einen abgekriegt. Ja, bei mir ist alles gut wieder. Ich wundere nicht, schmeiß auch roten rauf. Ah, meine Wunde ist wieder auf. Meine Wunde ist auch wieder auf. Also ich sehe auf jeden Fall im Moment keine Bewegung mehr vorne. Ja, auf. Nur mal laufen oder nur langsam noch? Langsam. Ja, dann doch. Okay. Mal den Lyrok ein. Mit der Knarre in der Hand, ist klar. Ihr könnt ja tauschen. Die anderen Bienen hier alle topfit oder was? Gibt's ja. Verhastet. Uah, Alter! Ich meine, wir haben ein imaginäres Magazin. Aber mir geht's so weit gut. Also, du hast ein imaginäres Magazin. Nee, ja, kann ich nicht. Magazin in Nachladen. Okay, Schwertransport ist fertig. Alles klar, geh. Gleicher Weg. Ja, gleicher Weg zurück.
Thomas, also, den letzten wieder. Komm nach vorne, wir machen den Rest. Im Vietnamflug, bisher wurde ich ja jeder schon rausgetragen, so wie seltsam. So, Absicht von dir. Ach so, einfach, dass du den Bock hast zu laufen. Einfach. Das sieht gut aus hier. Aber wenigstens trägt dich jetzt ja richtig. Mal, wir laufen einfach mal. Ja, mein Gesicht ist zu hübsch, deswegen schießen sie mir in die Beine. Boah, vorne mal halt. Wir haben zwei Nachzügler, Moment. Ja, ja. Hab ich schon gesehen, danke. Ich würde mich gerne mit abducken, aber ja, sieht, ja, sieht schlecht aus. So, weiter. Ja, können. Weiter geht's. Mit der Kniebeuge komme ich nicht mehr nach oben dann, ey. Hast du blutest aus? Ja. Ja, dann. Achso, ja, stopp. Na, einmal. Warte mal, kann ich nicht hier oben? Ja. Immer. Ja. Dein Kopf ist offen, Doc. Ja, ja, ich mach das. So weit aufs Feld ran. Aus. Alles gut. Okay, ich schnapp mir ihn wieder. Nein, es werden keine Hütten angezündet. Okay. Du solltest die Seite wechseln, Alti. Hä? Ja, hier zum Vietcong. Weißt du? Ja, ich muss auch mal eben wieder verbinden hier. Okay, ich hab aufgeladen. Weiter geht's. Akku vor. Hopp. Soll ich gleich über die Brücke? Ja, gleich rüber. Noch die anderen kommen dann nach. Oh, alle rüber. Wenn das mal hält hier. Hör dich noch, ne? Weiter. Und ich bin bewusstlos. Da, die haben schon verdächtig geknackt, meine Freunde da vorne. Ja, sag ich ja. Was willst du damit sagen? Dass wir fett sind oder wie? Ja, dass Lyrok fett ist. Ja, weiter geht's. So, der hat morgen 2 Portionen am Frühstück gegessen hat, ey. Was? Okay, ich bin komplett erschöpft gleich. Ja, Asriel. Vorne rechts ans Ufer ran. Recht hintragen? Süß, ich kann auch übernehmen. Ja, wir können ja mal wechseln, oder? Ja, ihr könnt den wechseln. Ja, versucht dann nämlich den. Ja, dann das. Aber ja, mein Kleiner. Wenn ich so einen Sturmgewehr nach hinten. Ah, da sinkt doch wieder einer. Da muss ich mir nicht antun. Okay. Wow. Okay, wir können. Ja, ich behandle mich. Ich bin auch komplett erschöpft, also. Ja, wir müssen noch warten. Also rein theoretisch kannst du nochmal ablegen. Genau, kannst du mal kurz meine Richtung übernehmen? Ich würde mir mal schnell eine Zigarette drehen. Ja, nur drehen. Mann, ey, Abfreiel, ey. Unmöglich. Läuft im Dienst. Rauch. Mann. Weil ich das gerade so, weil ich hier so hänge wie so ein totes Stück Fleisch, ich glaube, der AT-Schütze kann, glaube ich, sogar ein bisschen Ballast abwerfen. Hast du ein Ding rausgehauen? Ja, aber das wäre ja Umweltverschmutzung. Spielt aber hier keine Rolle. Außerdem darf kein Material zurückgelassen werden für Feind. Quatsch. Damit kann er eh nicht mehr anfangen. Das ist kaputt. Was meinst du? Ich gehe fertig. Versucht, der baut sich da draußen Panzer, oder? Wie sieht's bei dir aus? Ja, wir können. Dann probieren wir das noch. Alter. Auch denn jetzt mal hinter, Doc, ja? Ja. Kann ich vorhin nicht verklagt, bitte. Ah ja, bin mir nicht auf den Sack. Ich verkauf dir gleich an die Reisdönszeug. Ja, hast du ja mal eine Ecke nochmal. Die Reis haben die gar nicht. Egal, oh, trotzdem halt. Verkauf ich dir an die. Okay, nochmal halt. Ja. Ich geh etwas schneller. Ja,
meine Bandagen sind wieder aufgegangen. Aber wenn ich dich jetzt hier hinlege, dann fällt das Kinn auf. Bin wir nie wieder. Gut. Soweit fertig? Ja. Weiter. Gehen. Ja, ich hab immer noch, meine Reflexe sind immer noch gut genug, um dir dabei den Rücken zu schießen, also. Au. Wir müssen langsam tauschen. Gut, dann hast du halt Stopp. Oh. Könnt ihr kurz Halt machen? Siko kommt nicht nach. Auch verletzt, aber. Ich leg den hier mal hin. Ich gehe hier ein bisschen weiter in dem, an dem Baum, ne? Deine Ausdauer verbraucht sich zu schnell, ich kann nicht so lange laufen. Meist Ballast ab. Nein, ich wurde am Bein getroffen, deswegen. Ist jetzt wie. Sieko, du kannst auch nicht mehr schnell laufen, oder? Ja, die Ausdauer verbraucht sich sehr schnell. Also, ich könnte noch ihn tragen, wenn es ist. Was halt, Entschuldigung, was hast du so? Ich muss mich auch schnell verbinden. Ich mich auch wieder. Ja. Seht euch alle ordentlich. Da, wenn ich nicht dabei hab. Wenn du noch Bandagen brauchst, sag Bescheid, ich hab noch ein paar. Fertig. Ja, hab ich noch frei. Oh, sind alle soweit? Jo. Wohl. Dann nimmt der Marco jetzt den Lyrok. Bitte sehen, Lyrok, der hat hier umgeboxt. Ja. Ich spiele jetzt einen Rückspiegel. Ich kann jetzt aber auch Ballast abwerfen. Ich meine, die Kanone brauchst du ja eh nicht mehr. Weiter geht's. Lass nichts dem Feind, ja? Genau. Nichts, was er nur benutzen kann. Vorne. Ich wäre verbunden, wenn du meinen Kopf nicht gegen Bäume schlägst, so. Bist du was bewusstlos? Du kriegst es eh nicht mehr ganz mal. Ich hab schon wieder Schmerzen. Ich bin noch krieg ich alles mit. Ja, schlag ihn mal nochmal gegen den Baum. Dann kriegt er nicht mehr mit. Doktor, ist vor dir Marco? Ja, ich hör den. Der ist hier. Eine Wasserleiche? Ich soll ihn verlieren, Ugo. Nee, der trägt. Der trägt. Achso, stimmt. Ja, okay. So, sind alle da? Ja. Jo. Ja. Dann weiter. Ich hab wieder Schmerzen. Ja, die Schmerzen wirst du jetzt ohne aushalten können. Wir sind gleich am Boot. Oh, wir sind am Boot. Wieder versorgt dich nochmal. Ich spritze den alten Mann mal immer Morphin. Oh, besser? Ja. Doktor, hörst du? Ja. What? Du hast die Hände voll zu tun, die Leute zu verbinden. Ja. Oh, dann Doktor, dann kannst du schon mal ins Boot rein. Bin drin. So, alle rein. Du machst jetzt die richtige Musik an. Okay, jetzt ist so meine Waffe vor dem Bild, ey. Hast du noch die scheiß Waffe davor? Ja. Kotzt doch. Ratching. Moment, läuft noch ein Verband durch. Ja, ich will ja nichts sagen, aber verbinden kann ich hier drinnen nicht. Ich? Ja, gut, dann. So, guck da. So, das war's. Einen Moment.
Ja, ich fahr mal nicht ganz an den Steg ran, aus guten Gründen. Ja. Anderen fahr ich mit weiter, wird es verhindert. Das freilaufende Siko. Was schießt das?